The Pennsylvania German Hour is underwritten by the Pennsylvanische Deutschversammlung von Bodecks County, the state's largest annual Pennsylvania Dutch language gathering, traditionally held the first Monday after Easter in the Leesport Auction Hall. The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the West Berksversammlung, held annually on the first Saturday in October. The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the Rentschler Leib family and Reverend Richard Miller and family. The Pennsylvania German Hour is a production of the Nye Dolpahock Sanger Corps, the regional Pennsylvania German choir specializing in traditional and contemporary dialect music for the heritage language community. The Pennsylvania German Hour is produced in cooperation with the Pennsylvania German Cultural Heritage Center at Kutztown University, the hub of Pennsylvania Dutch language and culture. Contact us at 610-683-1589 or visit us online at www.kutztown.edu/pgchc. Mir zauwe groß Dank zu alle unser Gucke, Unterstützer und Freund. Gute Maria, liebe Gucke, und willkommen zum Pennsylvanisch Deutschstund, der Bestplatz für Deutschzuhörer auf BCTV. Heute ist der 3. August 2023 und die Sommer ist fad am Fliehen. Es letzten Monat haben wir es Kutztown Folk Fest mit alle gute Sache und viel Deutschzuhörer. Alle Jahr am Fest gibt's ein Liegner-Match on the Seminar Stage, wo die Karlsdunne die Wort ein wenig strecke. Heute habe ich ein paar gute Lieder vom Jahr 2014 mit euch zu teilen. Aber gebacht, die Karlsdunne net just Lieder, aber auch ein wenig Wort schwätze. Und man wisse net, wann man sich später kenne. An der Oberdenk von Stubelkern, das ist about a mile and a half auf die Oberzeit von Interstate 81. Und Fahrten ist ein kleines Städtel, sind bald ein Dutzend, vielleicht 50 Häuser da drin. Und die Willkommensign und der Kommas-Efter-Sign sind auf der selben Poste genagelt. Und die, wir hatten McDonald's da, aber es hat just die Arsch. Na, du glaubst das nicht. Das ist wahr. Unser Telefonbuch hat just ein Blatt drin. Und unser Zip-Code ist ein Fraction. Na, schwätze mir Zip-Code und Post. Die Mail kommt ruf von Higgins, das ist der nächste Stadt, die ihr wohnt, bei 3 Meilen. Einmal die Woche. Und da, ein paar Jahre zurück, ist die Mail gekommen, Freitags, und ich habe einen Brief gekriegt in die Mail von der Barack Obama selber. Und das Brief hat gelesen. Satch, das ist meine Spartnummer, ich will dich aber für noch Irak gehen. Kommst du, oder müssen wir dich holen? Weil sie haben mich geholt. Und wo sie gekommen sind, haben sie gerade gesagt, ich habe Karls als Connections hin. Ich kenne den Donny Breininger, ich kenne den Donny, der Bill Donner. Sie haben Connections auch. Ja, weil sie haben mal gekriegt, Donny Connections, und ich bin auch mitgegangen. Well, sie haben uns auf den Bus geladen, nach Philadelphia gefahren, war ein Dutzend und ein Halb von uns im Sinne ein Gruß vorbeigegangen, der erste Stufe vorbeigegangen sind, haben sie alle solche dumme Questions geprüft. Und eins von den Questions war, wo warst du geboren? Ich habe gesagt, US. Oh, United States, hat der Karl gesagt. Nee, habe ich gesagt, oben im Speyer. lot dumme Questions. Well, der nächste Stufe vorbeigegangen sind, war der Doktor Stufe, der Stufe. Und so schnell als der Tier zu war, hat er gegrüßt, nimm mein Kleid ab! Und ich hab ihn gerade gesagt, ich tu nicht, ich kenn dich eben nicht. Aber nur ist ein spaßig Ding gehabt, wir haben uns ausgedacht. Na, da haben wir staunen, aber ein Dutzend von uns, alle in der Ruhe, kein Kleid auch, kein Platz für die Hand hier, du. Und ich hab die Ruhe nur noch geguckt. Ich hab gerade gewusst, als der Abraham Lincoln nordisch ist. Wir sind nicht all gleich gemacht. Ein Teil haben Fieskater so groß. Weil als die Leine nur noch kommen, hat sie eine Hand in meinen Kopf gedrückt und gesagt, sagst du, bist warm, du gehst in Klasse A. Nee, ich will nicht in Klasse A sein, ich will in Klasse D. Was meinst du D? A, B, C, D.
Ich will do sei once again und ich will auch do sei once zurückkommen. Well, sie hat auch nicht geschafft. Der nächste, was man eingegangen sind, war sie am Kleider am Raskillen. Du war der Quartermaster. Der Patrick Donmoyer war der Quartermaster. Und der Patrick hat mich gefragt, wie viel Paar ohne Kleider als ich habe. Und ich habe gesagt, well, Patrick, gib mir 7. Für was 7? Montag, Dienstag, Mittwoch, okay, so der Patrick hat mich gefragt. Yeah. 7 Paar ohne Kleider als gedealt. Na, der Chappi hinan, ich hab ihn nicht gekannt, ich weiß nicht, wo er beikommt, ist die Club, hat es die Line, nur machen euch Pläne, oder hat es. Der Patrick hat ihn gefragt, wie viel Part ohne Kleider wir du haben. Und der Chappi hat gesagt, bei, gib mir 12. 12 hat der Patrick gesagt, für was wird du 12 Part ohne Kleider? Jänning, Hanning, März, April. So, ich weiß nicht, Patrick, wie viel das in Geber huscht, aber. Well, sie haben uns Uniforms auch gedacht, sie haben uns nur noch geführt an der Wasser. Und wir haben einen Sergeant gehabt, als wenn ich stammert hat. Und er war halt so hat kennen, sind vor von uns in der Wasser gefallen. Halt, blub, 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 war 3 oder 4 uns waren ins Wasser gefallen. Wenn wir sind nur rausgegradelt, nun kommt der Captain. Der Captain greift, fall in! Well, du know, Jörg, wir sind just rausgegradelt. So, aber wir sind rausgegradelt, wir haben uns abgedriggelt und aufgeschifft. Now, wir haben erzählt, dass wir drüber nicht mehr gehen in ein Schiff. Aber ein Lot von uns war auf der Riegel. Und ich war auf der Riegel, mein Lehm, Mari, kommt hin und stellt sich neben an und sagt, was ist letztes, Buddy, hast du einen schwachen Mauer? Nee, habe ich gesagt, ich bin zum Schmeißer, just so weit als die andere auch. Aber ich muss sagen, die Navy hat uns gut aufgehalten. Sie haben uns gut gefiedert. 6 Seams der Dau. 3 Nuno und 3 Nuf. Well, über dem sind wir noch Irak gekommen. Und dort haben sie 3 Dinge. Sie haben Sonn, sie haben Meersonn und sie haben Meersonn. Und jetzt, gerade wie das du. Und der Wahl, als ich vom Land gekommen bin, habe ich etwas gewusst, wie ein Gal einspannen und ein Esel einspannen und Holzschläfen mit Esel. Haben sie mir 3 Esel und ein Wohr gegeben. Ich habe gezählt für Supplies nachzunehmen zu den Buben. Und jeden Tag auf dem Weg nach Bagdad steht der Esel auf dem Main. Boom, da geht der Esel. Nun kommt einer auf dem Dach mit so einem Handtuch auf seinen Kopf gewickelt und in einem Kimono oder etwas. Und er hat einen Handgranate gehabt und er schmeißt das Handgranate an mich. Boom! Da geht der Wahr. Nun bin ich aber runtergegradelt. Nun kommt noch wieder, selber mit dem Handtuch auf den Kopf gewickelt, schmeißt noch einen Handgranate und was ordentlich nächst ist es abgegangen. Boom! Nun habe ich ein kinderliches Ding gedacht. Ich bin in Springen gegangen. Und ich habe Sprünge so lang und so hart, als ich gekannt habe. No, letztes Jahr sehe ich einen Karl, der mir bekannt war. Ich habe gestoppt, hey, Buddy, habe ich gesagt, hast du eine Zigarette von mir? Ja, aber ich bin nicht dein Buddy, ich bin dein Captain. Whoa, habe ich gesagt, ich habe nicht gewusst, dass ich so weit hin an die Lines bin. Aber no, über dem haben sie mich heimgeschickt, bin heimgekommen, bin der Walk, nur vom Laufen, der Dori kommt raus. Und wenn ich schwitzt, dann habe ich gesagt, Pop, der Gras ist so schick, Rido, und ich sehe die Memmier, die Tomaten sind so groß. Wie kriegst du die Hose so grün und die Tomaten so groß? Da habe ich gesagt, ein Lot hatte ich out of it und sehr laut mischt. Oh, okay. Well, dann bin ich ins Haus gegangen, die Mama war da zu Warmbickler. Und mein, oh, sie hat mich getreten, gepostet und mein Hands checked und so weiter. No, über dem habe ich sie gefragt, Mom, kannst du da die nicht kriegen, für wenn ich besser schwätze? Weil was meinst? Well, ich habe gefragt, wie kriegt Gras da draußen, wie schön ist es wert und die Tomaten sind so groß. Und ich habe mir gesagt, ich habe ein Lot Harry Arbeit nahe gedauert und sehr laut mischt. Kannst du nicht kriegen für Phosphatsäure in Stadt von mischt? Hat sie gesagt, sei ruhig. So, man hat 10 Jahre genommen von Krieger für mich so. Du kannst da zwischen die Leine lesen. Well, über dem habe ich der Dori gesagt,
Come, now will ich heire. Nor a group of about to hire, I saw. Turning mal of you, having she made log at her office, he is Mary. She come pigle, and cockle, and nea. She come from a good familiar. She power eye, and here a dory hut. The dory hut's a cup, church, chittle. So says to Mary, yeah, says to nea, because to Mary and it hire. For what's next? Well, die Mary und ich, or die Mary und ihre Mom und ich waren an der Schwalm Reunion gegangen, mal hier so und da. Und sind nun an die Krieg gelaufen und weil die Mary ist die Schwester. Well, ich hab's sehr leid los. Ein paar Monate noch hab ich wieder gesagt, na Pap, ich will heiren. Ich hab die Sally auch getroffen, Robin Higgins. Sie ist ein schöner Weibsmensch, sie kann kochen und putzen und nähen. A night, pretty shave, wipes mensch. You're a dolly out and shave by her eye. Nay, how to talk to Constance Sally on it, hire it. For what's it? Well, my sing on the Higgins pitch and shoot gonger, my moon dog labor dog, was a nibble in the pines gonger. And well, the Sally is all the schwester. Well, the papa's nice gonger on the shire out of it, shelter. And, the man was in the key, she was ready for butt boy roller. No, she thought, such come on the rise, you will have a saw. Was with saw, Mom? Du hirest whatever as du will. Ich bin auch on the picnic gegangen und as net thy daughter. Well, take my losses on Selm. Nice betrayal for English water. Now, when you just remember a con was a taught of. I was born and raised in a little town called Farton. It's about a mile and a half off 81, exit 120, I believe it is. And there are about 15 houses there in Farton. And in these 15 houses is where I was born and raised. And we're all Pennsylvania Germans in that area. And we spoke the dialect fluently, continuously. And the town is small, we had about 15 houses the last time I counted. And the welcome sign and the come again sign are nailed on the same post. That's how small the town is. We have a McDonald's there, and the McDonald's only has one arch. Our telephone book only has one page. Our zip code is a fraction. And speaking of fractions in the mail only comes up from Higgins once a week, and that's on a Friday. And one Friday I got a letter from Barack Obama, and the letter read, Satch, I want you to come and represent the United States and go over to Iraq. Are you going to come, or do we have to fetch you? Well, they came and fetched me, and I told them right off the bat, I have friends in high places, I have big connections, I know Donnie Breininger, I know Dr. Doner, and they have connections too. Well, they came and grabbed me by the connections, and I went along. They loaded us up in a big bus, and they took us down to Philadelphia, and they unloaded us in front of a big building. And in this building, they took us to one room, and a guy in the room asked us all kind of dumb questions, and one of the questions was, where were you born? And I said, the U.S. And he said, oh, the United States. And I said, no, U.S. upstairs. So from there, we went into the next room. And this was the doctor room. And as soon as the door slammed, the doctor screamed at us, take your clothing off. And I said, I will not. I don't even know you. But then a funny thing happened. We all took our clothing off. And there we stood, no clothing on, no place to put our hands. And I looked down the line. And that's when I knew, right then and there, Abraham Lincoln was crazy. We are not all created equal. Some of us had feet this big. So we're not all equally, President Lincoln said. But at any rate, doctor came down the line, he put his hand on my head, and he said, well, Savage, he said, you're in class A. I said, I don't want to be in class A, I want to be in class B. He said, there is no class B. What do you mean, class B? I want to be here when they go, and I want to be here when they come back. But it didn't work. He shipped me into the next room. The next room was the quartermaster room. He's handing out uniforms and so on. And Patrick Donmoyer was the quartermaster at that time.
And when it was my turn, Patrick asked how many pairs of underwear I wanted, and I said, get me 7. Why do you want 7? Well, I said, Monday, Tuesday, Wednesday, okay, he dealt me out 7 pair of underwear. Not a guy behind me, I don't know where he was from, but I suppose he was up the line somewhere, Mackinac Plain or somewhere. And Patrick asked him, how many pair of underwear do you want? And the guy said, get me 12. What, 12 pair of underwear? What are you going to do with? He said, January, February, March, April. So I don't know how many Patrick gave him, but he took care of him. Well, we put on our uniforms and they marched us down toward the ship, and they were getting ready to put us on the boat. Now, we had a sergeant that stuttered, and before he could say halt, a couple of us fell in the water. Well, we got out of the water and we got ourselves, we're drying off, our buddies helped us. All of a sudden, the captain comes and the captain yells out, fall in. Well, don't know, yonder, we just got out. Well, we misunderstood him, and we got that squared away, and he got us loaded up. And we were supposed to go to Iraq on the boat. Well, a lot of us rode the rail over there. And I was on the rail one day, and a guy comes up to me, standing alongside of me, and he said, what's the matter, buddy? You have a weak stomach. And I said, no, I'm throwing it just as far as everybody else is. So from there, the Navy, I must say, the Navy took really good care of us. And they fed us 6 meals a day. There were 3 down and 3 up. And eventually we got to Iraq. And Iraq has 3 things. They have sand, they have more sand, and they have a lot more sand. And heat, like today. And since I was a sort of a country boy, and I knew something about hitching up mules and horses to wagons and to drag situations, that I worked at the sawmill, they gave me 2 mules and a wagon. And I was supposed to take supplies out to my buddies and out to our soldiers out in the field. And I did. And then on the way, one day to Baghdad, one of the mules stepped on a landmine. Boom! There go the mules. Killed them outright. Then there was a guy on the rooftop that came out there. He had a towel wrapped around his head like you wear over there, some kind of kimonos. He threw a hand grenade. Boom! There went the wagon. Then I got off the wagon, though, in the second one. Boom! Then he threw another one, and a hand grenade landed not too far away. Boom! Off it went. Then I did a childish thing. I started to run, and I ran as long and as hard as I could, and eventually I found a guy that was one of ours, and I said to him, I said, hey buddy, do you have a cigarette for me? And he said, yeah, I have a cigarette for you, but I'm not your buddy. He said, I'm your captain. And I said, oh, I didn't realize I was so far behind the lines. Well, anyhow, then he sent me home, and long time over the ocean in the bus trip up the fountain. And I'm going up the walk, and my dad comes out, and we shook hands and squeezed and started to make talk, and glad to see each other, of course. And I noticed the grass was so green, and I noticed my mother's garden on the side of the house, the tomatoes were humongous, big tomatoes. And I said to him, I said, Papa, I said, how do you get the grass so green, and how does it get Mom to get such big tomatoes over there? And he said, well, a lot of hard work and 10 loads of manure. Oh, okay. Well, then I went in the house, and there was my mother, and she was rolling pot pie, and she came and squeezed me, and we shook hands and kissed and everything, and we were there talking for a while. Then I said, Mom, can't you get Pop to talk a little bit better? And she said, what do you mean? Then I told her about the green grass and the tomatoes, and Pop said, you know, he had a lot of hard work and the 10 loads of manure. Can't you get them to say fertilizer instead of manure? Then she said, well, just be quiet. It took me 10 years to get them to say manure. So a couple of months later, I said to Pop, now I've been home a while, and I'm 22 years old, and now I want to get married. No, he said, who do you want to marry? I said, Mary down here in the next farm. She's a nice girl, and she has
a good reputation of being a good cook and can sew and so forth, and I'd like to marry Mary. No, he said, you can't marry Mary. And I said, well, why not? Mary's mother and I were over at the Schwalm picnic one Sunday, and we took a little walk down to the creek, and well, Mary is your sister. Oh, okay. So we had to forget about that deal. Well, a couple of months later, I told him again, Pop, now I want to get married. I met a nice girl up in Higgins. Yeah, he said, who did you meet up there? Then I said, I married a girl by the name of Sally. And she can cook and sew and everything. And he started to shake. He said, no, he said, you can't marry Sally. I said, why not? Sally's mom and I went to the Higgins pigeon shoot, and we took a little walk over in the pines, and well, Sally is your sister. I said, oh, aye, 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 aye. Well, Pop went out to do the farm work, and my mother was in doing the dishes or something in the kitchen, and she called me and she said, hey, come on here, I want to tell you something. And I said, well, what do you want to tell me? Why, she said, you marry whoever you want to marry. I went to the picnics too, and he's not your dad. All right, I better stop now. Thank you. One short note, I do have books for sale. They're very easy to read. Don't get excited. You can't read or understand. There's Pennsylvania German on the one side and the interpretation in English right alongside of it. Some of them are philosophical and funny and humorous. Some of them are, I have one written on Bible promises, one on birds or Pennsylvania animals, one on Pennsylvania trees, Aesop's fables, and my favorite, Poor Richard's Almanac. Anywhere between $3 and $10. Right, thank you. Adam, not remember, are you Allentown or Jordan Creek? Orfield. Orfield, okay. Jordan, you want to? Okay. Ich bin nicht um Jan. That's the Jordan Creek. Ich bin froh für so sein, der Name Doc, und ich will eigentlich die Story erzählen. Ich hab nicht glaubt, dass das Captain ist Sommer. Ich und die Frau im letzten September waren wir da in der Haus und Hocke und wir haben einen Almanac gehabt. Und wir waren da Almanac und gucken. Und da drin hat es gesagt, starte im November, dort kalt war auch gegeben und dort ein Lot Schnee gegeben, da ich da Winter. Dann habe ich und die Frau geschwätzt, gee, man so viel kalt war auch gegeben und so viel Schnee, vielleicht sollte man nach Florida gehen. Jawohl, nun ist die Frau auf den Computer gegangen. Und dann hat sie aufgezucht in Florida, wo verschiedene Hotels waren, so dass man bleiben konnte. Und sie hat als Videos gehabt. Und auf dem einen Video habe ich gesehen, da sind wir hier, die Weibsleute in Bikinis. Oh, das war das schön. Sie haben einen Pool gehabt, sie haben etwas gerade versaufen. Sie haben Chor gespielt, sie haben Golf gespielt, dann habe ich gedacht, das ist für uns. So haben wir eben und ehrlich geguckt und wir haben jemand gefunden, der gesagt hat, sie hat einen Platz für uns. Man konnte kommen für 5 Monate. Weil man darf nicht gehen für 6 Monate und hieß sie uns ein Resident von Florida. So eigentlich hat sie mir nur noch gegangen für 5 Monate. Und wie ich dann nur noch gekommen bin, dann habe ich ihm kalt $2,000 gegeben. Dann habe ich gesagt, selbst gut für den ersten Monat. Dann hat er gesagt zu mir, $2,000. Dann hat er gesagt, nee, es ist $2,000 die Woche, nicht $2,000 im Monat. Dann habe ich gesagt zu der Frau, wieder, hey, haben wir denn nun Geld für das? Dann haben wir eben mal unser Checkbook rausgekriegt und wir haben geguckt. Dann hat sie gesagt, ja, wir haben dann nur Geld für 5 Monate. Und wir haben hier eine gute Zeit gehabt. So habe ich da einen Pool gehabt. Ah, da erst da habe ich gedacht, well, wo sind all die jungen Wives like? Das sind all ältere Leute da. Ich habe da meint, ich kenne lot junge Leute, die Wives like. Ja, well, ich habe einen Drink gehabt.
No, habe ich Chord gespielt und das war all der Eldrich allein. No, habe ich gedacht, wann aber ich Golf spiele. Ja, weil ich habe mein Ball schlauer. Und das ist so daneben, der Kaltbeimer hat so vor. Da habe ich gedacht, oi, was ist da letztes Mal? Er sagt, du hast den Ball schlauer. Du hast ja geäbert drauf. Ja, weil so ein Tag war nicht so gut für mich. Ich bin kein Golfer. Aber ich habe eigentlich am Pool gehabt, ich habe gesurfen, ich habe Chord gespielt und Dings. Und wir waren da drinnen vor die 5 Monate und das war der Scheiß. Es ist nicht so kalt, war da nichts. So, von der 5. April sind wir zurückgekommen. Und ich bin eins von den Kals. Ich bin auf der Poststoffes gegangen, habe all mein Mail gekriegt und ich habe einen halben Mail gehabt. Und ich gleich nicht von meinen Checks direkt deposit habe. So ich habe dadurch all meine Briefe gemessen und ich habe all meine Checks da auseinander zu tun. Und ich habe jetzt hier $10,000 in Checks gehabt. Weil das war auf den Donnerstag geworden, da habe ich gedacht, ich gehe mal hier frei, nach der Bank. Weil ich, bei 11 Uhr bin ich nach der Bank gegangen, bin aufgefahren ans Fenster, ich habe den Knopf gedrückt, die Schublade kommt raus. Und wenn die Schublade rausgekommen ist, da war ein Buch. Es hat gesagt, ich sollte meinen Namen da mal schreiben. Da habe ich gedacht, weil ich habe es lebens nicht davor meinen Namen da ins Buch schreiben müssen. Aber nun habe ich geguckt und das war ein Lautnamen in dem Buch, das ich gekannt habe. Dann habe ich gedacht, ja, weil ich tue mir da immer da rein, ich habe meinen Namen rein. Und dann habe ich meine $10,000 von meinen Checks da in die Schublade tun und zugemacht. Und wie ich da am Ohr war, gucke ich nur. Und habe ich gesagt, ey, der Homer ist da im Fenster. Ich habe nicht gewusst, dass der Homer in der Bank schafft, da ist ein Bauer. Dann habe ich gedacht, da muss vielleicht, wenn ich extra Geld. Und dann habe ich die Grüße zum Homer und hat nicht geschwätzt. Dann habe ich wieder geguckt, weil er hat geguckt, dass wir in einem Recliner wären. Er hat die Augen zugehört, ein weißes Hemd und Time, gut. Und ich habe alles geschwätzt, er hat nicht geantwortet. Dann habe ich gedacht, jawohl, wieder Homer auf der Bauerei schafft, er steht als free auf. Dann geht er, nein, 11 Uhr vom Mittag. Und noch tut er einen Nap nehmen. Dann habe ich gedacht, such sein Mittag. Ja, weil, habe ich gedacht, ich gehe heim und ich komme zurück später. Ja, weil, ich bin heimgegangen und war ein Dings und du. Dann habe ich Budget vergessen, von zurück geht zu die Bank. Freitag abends. Ja, weil, dann habe ich gesagt, ich sehe in die Karte der Sonntag. So bin ich, wenn ich früher in die Karte gegangen, so als ich hocke Kenntnisschwätze mit ihm. Ich habe mich da reingehockt. Wenn ich noch erzähle, der Homer ist nicht gekommen, fahr lieber zäher, der Homer war es noch nicht da. Dann habe ich gedacht, das ist aber spaßig, dass der Homer noch nicht da ist. So habe ich geguckt, der Eberlein kommt ein Non-Rakal, als der Homer erkannt hat, und dann hockt sich der Homer zu mich. Dann habe ich gesagt zum, ich kann nicht denken, dass der Homer nicht in die Karte kommt. Einmal so ein Schafes auf der Bauerei, weil ich hab ihn am Freitag gesehen in der Bank. Aber war da ein Schafer. Dann hat er kalt so zu machen. Eine Minute. Dann ich so, was Mensch, eine Minute. Dann hat er gesagt, der Homer kommt nicht mehr zu der Karte. Dann hab ich gesagt, oh, was ist los? Dann hat er gesagt, der Homer sei leicht war am Freitag. Und du warst nicht an der Bank. So war die Leichtthema da. Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, und ich habe mein $10,000 da rein dazu. Ich habe gesagt, ich habe hier $10,000 in einem Homer's Memorial Fund dazu. Und weißt du, dann habe ich kein Geld mehr. So ich glaube, dass ich vielleicht rumgehen muss heute. Sehen wir bei mir, wenn ich Geld geben kann, so dass ich leben kann wieder. In September, my wife and I were sitting in the house and we were looking at the farmer's almanac. And we seen in there they were predicting a cold winter starting in November and snowy. So we thought, gee, if it's going to be really cold and snowy, we're going to go to Florida. So my wife went on the computer and she brought up different hotels in Florida. And she had some videos there that she was showing us. And there were a lot of young women in bikinis walking around at the pool and that. And I said to her, that's the one we want to be at. So of course,
we contacted them and they said they had room for us for 5 months. So beginning of November, we went down to Florida. We got to the hotel and I gave the guy a $2,000 check. I said, that'll be it. That's enough for the first month. The guy says, $2,000 for a month? He said, no, it's $2,000 a week. Then I said, oh my gosh. So we sat down and we checked the checkbook and then we checked what we had. And well, we said, okay, we can afford to stay for 5 months. So we went out there to the swimming pool and I'm looking around. I had a drink and I thought, well, where the heck are all these young women in the bikinis? These are all older people. I said, there is no young women at this pool. But we played pool, we played pinochle and that. We went golfing, and when I went golfing, I found out that wasn't so good because I hit the ball one time and it flew off to the side and the guy hollered, four! And I didn't know what that was. He said, well, you're not hitting it too well. It almost hit somebody. So I finished that game, but I didn't play golf no more, but I played cards and I had some drinks and I didn't watch the young women because there were none. But anyhow, we had such a really good time down there in Florida. So we came back the beginning of April. And when we came back, I went to the post office to get all my mail. And I'm one of those guys that I don't like direct deposit. I like to have my hands on the checks. So we went through all our stuff and we came out with $10,000 in checks that we had. So I thought, Friday morning, I'm going to the bank. Well, I went to the bank around 11 o'clock. Went up to the drive-thru, pushed the button, and the drawer opened up, and there was a book, and it said, please sign the register. And I thought, gee, I never had to sign a register before when I come to the bank, but I thought, yeah, well, I'll sign it. So I looked, opened it up, and there were so many names that I knew that were here. So I signed my name, put it in the drawer, put my $10,000 in checks in, closed the drawer. And then I look up, oh my gosh, there's Homer in the window. Well, Homer's a farmer. He didn't work in the bank before, so I thought, well, maybe he needs extra money. So I said, hi, Homer, and he didn't answer. Then I look again, and he looks as if he's in a reclined position, and he has shirt and a tie on, and a coat, and I said something again, and Homer didn't answer, so I thought, well, you know, Homer always gets up early. And then at 11 o'clock, he goes in to eat lunch, and he usually takes a nap. So I thought, I'll come back later on when Homer's finished with his lunch. So I went home and I was doing things, and next thing you know, it was late Friday night, and I forgot to go back to the bank. So I thought, well, I'm gonna go to church Sunday morning a little early, and then Homer and I can sit and talk. So I went a little after 10, I'm sitting there, and Homer didn't come, quarter after 10, Homer still isn't there. I thought, this is strange. So about 25 after 10, another guy comes in that knew us, so he sits down. Then I said to him, you know, it is really strange that Homer isn't coming to church today. I would have liked to talk to him, and I seen him at the bank on Friday. The guy says to me, wait a minute. I said, what do you mean, wait a minute? He says, Homer isn't going to come to church no more. I says, oh. He says, and you weren't at the bank on Friday. He says, that is now a drive-through funeral home. So there I was. I gave my $10,000 to the memorial fund for Homer. So I will have to collect some money so that I can live again. Next. Yeah. All right, ich bin der Patrick Donmoyer, und wann ich used elf Jahre alt war, my Sundog Schule hat ein neuer Superintendent grit. Unsere alte Sundog Schule Meistern waren wunderbare, barklig, selige Frau, bei Name Alt Frau Henninger. Die Frau Henninger hat alle die Kinder bei Exempel gelernt und war artig, geduldig und gutherzig.
Alle uns hen ihr geliebt und außermal war mir ein wenig Streiche und Drubel gemacht hen als junge Buwe immer dunne, swore all die Frau Henninger als immer mit Reglene Schmunzele gesagt hen, als Buwe sind immer Buwe und immer wäre. De Jesus war einmal ein Buh und vielleicht der hat ein paar Streiche gemacht außermal auch. Aber war Frau Henninger 90 Jahre alt und bis bald war es Zeit für ihr Retirement. So unser Karik hen ein neuer Sundag Schulmeister gekriegt und sein Name war Fritz Flegelhaft. Now old Paar Flegelhaft war ein wichtiger Karl, als kein Lieb für die Kinder hat, kat hat und hat just Lieb für Adning, Regler und für Adling. Hat gar kein Nimi Schmunzler gewollt und war immer ein großer, wichtiger, riechischer Zigarrenschmoker. Und hat es geschmokt in der Sonntagsschule und es macht alle die Kinder zu huschen. Now, Hendrik Dietrich war mein bester Freund in Sonntagsschule und wir haben den Haarflegelhaft nicht geglichen. Und der Hen Dietrich und ich haben versprochen, für den Haarflegelhaft zu wegtreiben und für wegtreiben. So viel Strecke zu tun, bis genug Zeit haben. So jetzt haben wir immer etwas Wicht gedoe und Streik alle Sonntag. Zum Beispiel Frosche weglassen in der Schulstube und Nagel sei Stuhl drin, Spinne in sein Office Tisch, Schublad, Kerosine in sein Dinderglas. Alles war für gar nix. Der Haarflegelhaft war unverbesserlich und grätzig wie immer mit seiner Zigarre am Schmoker und wird nicht aufgeben. Einmal, wir haben einen guten Streik gemacht und haben einen Biscuits in der Holzkiste versteckt. Und hat uns mit dem Rot gut geschlagen. Und Hen und ich sind aus der Sonntagsschule verspringen und haben uns gejagt. Wir haben uns selber in einem großen Loch in der Busch über die Straße von der Karik. Now, wenn wir in einem Loch haben, etwas gar schön gefunden. Der Altlock war vielleicht einmal ein Mineshaft und haben einen Kasten Dynamit gefunden. Now, haben wir really eine gute Idee gehabt für den Meister Wegtreiber. So, nächsten Sonntag haben wir ein bisschen Ex-Lex in einem Haar-Sei-Flegelhaft-Sei-Kaffee-Neigedu. Für ein Hierkommer ist in Sonntagsstuhlschub. Der Sonntagsschulmeister ist neigekommen mit sei Zigarre und sei. Und hat angefangen für Teacher. Weil Kinder sort gesehen sei wurde und nicht gehört sei wurde. Und wie immer mit sei riechischer Zigarre am Schmoker und hat einen Schluck genommen von sei Kaffee und Hen Dietrich und ich war am Borde. Ein paar Minuten später, der Meister guckt nicht so gut, sei geschickt guckt aber schwer und war am Schwitzer. Plötzlich, hat direkt der Stub und aus der Tür gesprungen nach der Brivi. Mit sei Zigarre in der Hand und Zellis Boomer die Dynamite verstecken hen. Ich bin nicht schnell genug zu der Tür gegangen und alles, was ich gehört habe, war eine große Explosion und ist der Haarflegelhaft nie noch einmal gesehen worden in unser Städtel. Und unser Brivi war fad und verloren und die Karik-Leute haben einen neuen Häusel nächste Woche gebaut. Was hat gehappend mit der Haarflegelhaft? Weil ich habe es gehört, als und die Brivi war aufgeblasen über die Blaubarik und in Schuylkill County neigefallen, wo noch Sonntagsschule am Teacher heute ist, alle Sonntag. So, my name is Patrick Donmoyer, and when I was 11 years old, we got a new Sunday school superintendent. The lady before, her name was Mrs. Henninger, and she was so nice and so patient with all of us. Even when we boys liked to play little pranks, she would always say, you know, well, boys will be boys, and you know, Jesus was once a boy too, and it's a good possibility he played pranks too. And she was just such a righteous woman. We all really appreciated her because she taught by example, and she really lived a wonderful life. Now, she got to be about 90 years old, and it was time for her to retire, so they got a new superintendent whose name was Fritz Flegelhoff. And none of us liked him.
He was really mean. He didn't smile at all. He didn't have any love for the kids at all. In fact, he was really mean to the kids. He would beat them with a stick when they were bad, and he smoked his cigar all the time, even in the Sunday school room, and it made the kids cough. We just thought he was such a terrible guy. And Hen Dietrich, who was my best friend in Sunday school, we decided to make a promise between the two of us that we would do everything we could to make his time as uncomfortable as possible when we were in the Sunday school. So we would do things like, we would put spiders in his desk drawers. We would set frogs loose in the Sunday school room. We would nail a tack right up through his seat that he would sit on, but nothing seemed to work. As always, he would sit there and not smile. He was always about rules and regulations. He really didn't care much of anything about the kids, and he was always smoking that darn cigar. So one day we decided we were really gonna pull a fast one on him. We caught a skunk and we put it in the wood chest outside that he used to use to put wood in the wood stove to keep the Sunday school room warm. And sure enough, he was so mad at us that he beat us with that stick he had. And we ran away from him. We ran across the street and we hid in a little hole that we knew was across the street from the church, and he came chasing after us. We went deeper down in that hole, and we realized it was a mine shaft, an old leftover mine shaft. And the further down we went, because we heard him yelling after us, we found a case full of dynamite. And then, of course, we had a really good idea what to do, especially since he was always smoking that cigar. So the very next Sunday, what we decided to do was, of course, we put a little X-Lax in his coffee, and we just waited for him that morning. And he came in smoking his cigar like usual, blowing it in our faces, and we really didn't like him. And we watched as he took a nice big swallow of his coffee and started to give us a little bit of a Sunday school lecture about why children should be seen and not heard. And we waited, and suddenly we saw his face looked a little funny. He was starting to sweat, and then all of a sudden he sprung out of the room, went right out the door, and went right towards the privy. None of us were fast enough to get to the window to see what happened next, but next thing you knew, we heard a massive explosion, and he was gone, and we never saw him again, and we didn't see our privy anymore again either, and next week the rest of the people in the church had to build a new one. And so what happened to Mr. Flagelhoff, we don't really know, but I heard that he and the outhouse blew up over the Blue Mountains and fell down in Schuylkill County, where he's still teaching Sunday school today. In Doheid mit me schwere Herz. Es tut mir leid, so gewiss. Die aus dem Sonntag do waren, wie me am Schwätzer waren, hen kehrt von die Biskatze Familie aus me gefangen hen daheim und hen die kleine Biskatze aufgezogen. Gute Freund waren sie in unser Haus. Die waren so leidlich gewesen, nicht dierlich, wie besser wie Hund und Katze. Und wir haben sie gedorft gerade, sie haben ich erzählt, mit ein paar gekommen ist. Es war Ebu, sie war der Homer, und die vier Mädchen, die Effi und die Eva und die Sadie und die Minnie. Well, am Sonntag, wie ich heimgegangen bin von da, waren meine Kinder zwei davon und die Kindskinder da gewesen für Besuch. Und nun haben die Kleine gebettelt, sie wollen ein Ride haben auf dem Wall. Na, für wissen, was am Angehen war, meine ältesten Kindskinder sind fünf Buben. Und die sind schon aufgewachsen, aber durch das Frühjahr haben sie die Biskatze gelernt, für den Wall zu ziehen. Sie haben einen Geschirr gemacht als Bälerbändel und selbig haben wir sie als doppelt eingespannt. Die Mädchen haben ein kleiner Bauer gehabt, als sie als ihre Puppe rumgezogen haben. Und das war Spaß für die Kindskinder, das war Spaß für die Biskatze. Und die waren badig, die waren so gut behaft und sie haben so gut völlig. Chi und Ho war gar nichts für sie zu lernen. Und nun haben die Buben sich gelernt, für Doppeldeit zu spannen, mit zwei Fuhren. Und nun haben die vier Mädchen
die Effi und die Eva und die Min und die Seed, and all stand by it so. Well, es ist als Baselbauer und macht Spaß für die kleinen Kindskinder. Die sind von 2 Jahren bis 5 Jahren alt, die 3 davon. Und nur wie ich heimkomme, bin am Sonntag oben, haben sie gebettelt. Grandpap, wir wollen Reit haben auf dem Bauer. Krieg die Biskuits und tue sie einspannen für uns. Well, ich hab die Biskuits geholt, hab sie geholt und sie eingespannt. 2 vorne und 2 hinten. Und sie haben uns die kleinen Kindskinder rumgezogen auf dem Bauer. Nur haben sie gesagt, es geht nicht stark genug, Grandpap. Man will nicht stark geben, das. Dann habe ich gedacht, vielleicht wollen wir ein bisschen der Himmel da noch gehen ans Hinkelstall. Vielleicht kann ein bisschen mehr Ausspanns nehmen und selber wieder der Badegrund kommen. Und selber geschafft. Aber es war alles noch nicht stark genug für sie. Grandpap, man will nicht stark gehen. Kennen die Biskatzen nicht stark da? Uns da rum vor. Well, habe ich gesagt, geh dann ganz nuch auf der Hebel, so man probiert es selber. Und ich bin nuch mit mir, und sind ganz nuch auf der Hebel gegangen, hab die Biskatze wieder in Reue und hab die drei Kindskinder hinten drauf, und die sind auf Barry gekommen. Oi, how is das gegangen? Die wurde länger wie Stadi, als das der Barry gekommen ist. Aber der Bauer hat keinen Sparer gehabt. Und überdem ist der Bauer schärker stärker gegangen als die Biskatze. Und der Bauer ist über die Biskatze vorgefahren und das hat sie flat gedrückt und alle 4 durchgeschlagen. Oh, Harry, die Kindskinder sind vom Bauer gekommen und wir haben da gestanden, die Biskatze hat da gelehrt, die Effi und die Eva und die Min und die Seed. Und ich hab sie ein bisschen gestrickelt und ein bisschen rumgedreht, aber die haben gar nichts gemacht. Das war gar nichts. Kein Leben zu nehmen. Oh, Harry, die Kinder haben angefangen zu heilen. Und weil wir haben nicht richtig gewusst, was zu tun. Nur ist die Frau rausgekommen und hat sie gesagt, was tust du now? Ich hab so nicht gewusst, nicht was zu tun. Und ich hab gesagt, ich denk, man muss es leicht haben. Und Sonntag abends noch haben wir die Leicht geplant. Oi, 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 was haben wir da? Ich hab gesagt, mit den Biskatzen und Dodo-Leie in den Hitz, man muss es geschwind schaffen, hab ich gesagt. Ich lade machen tut nichts, hab ich gesagt, es lebt zu lang. Nur haben wir 4 Lademacher gekriegt. Der Keller von Vogelswil, der Hanselmann, der Nächste und der Schmeuer. Und haben wir die 4 Lademacher gehabt. Und well, ich hab gesagt, was kriegt man von Para? Und unser Para hat sich gedorft gehabt mit Hilfe. Nur habe ich ihn aufgerufen und gesagt, er kommt im Mund auf Mary Grad River und nur tun wir die Leicht blauen. Weil wir haben. Und. Weil. Das war so viel für uns zu machen, wir haben sein Leben kein Biskatze Leicht gehabt davor. Und. Was tut man wie mit so etwas? Und. Nur. Habe ich zum Paar gesagt, weil. Ich glaube nicht, als die Kalich erlaubt, was sie auf der Kalichhof zu begraben. Nee, hat der Paar gesagt, ich glaube so nicht. Nur habe ich gedacht, well, mein Hänsel da. Mein Hänsel auf der Bauerei gerade. Und ich denke, vielleicht könnte man sie da auf der Heim begraben. Nur sind wir noch in der Bummer und ich im Abregosche-Baum. Und dann haben wir angefangen zu graben. 4 Lecher gerade in der Reihe. Eins für die Min und eins für die Seed. Und nur die Effi und die Eva waren auf meiner Seite vom Baum. Und da haben wir die Leicht gehabt. Ei, ei, ei. Dreher,
weil ich habe gesagt, wenn ich die Else unser Biskatz, die Mem, sie hat noch im Sportjahr wieder nicht voll hatte und im Frühjahr wieder. Und noch haben wir die Stiefbrüder Cabrera gerade verdreht. Und sie haben die Laut gedrauert zu jeder Lob. Und der Choir ist gekommen für Singen. Und man hätte gewiss was versteckt als Biskatze gleich. Aber man hat gedacht, weil sie so nicht Freundschaft war zu uns, weil das war gerade wie unser Kinder gewesen. Und man hätte die same Singsticker. Nee, ich habe mein Gott zu dir. Und selbst was wir gesungen haben, der Choir hat selbst gesungen. Und oh, war das voll leid. Ihr kennt wohl nicht glauben, wie vor uns es war. Weil die ganze Nachbarschaft war da, die ganze Nachbarschaft hat unser Biskatze gekannt. Und gewiss, was sie tun. Und sie waren da. Und even Leute sind beigekommen, als nicht in der Nachbarschaft waren. Und noch haben wir 7 Ragune und 25 Bassen. Und Sally waren neben am Himmel gestanden gewesen. Sie sind nicht näher gekommen von mir. Sie waren nicht so zusammen, als unsere Biskatze waren. Und haben sich ein bisschen weggehalten. Aber sie waren doch da für die Leicht. Und ich sage euch, ich weiß nicht, was mir zu erzählen. Es ist so traurig. Selbst war die traurig leicht, als ich sein Leben war davon. Ich weiß bald nicht, wie das auszulehren. Aber ich muss sagen, als jeder es weiß, wir sind nicht mehr in der Biskatze-Business. On Sunday, I told you about our skunks that we had raised and tamed and all of the things that they were doing for us at home. And as happy as I was telling you about the story on Sunday, I came home and two of my children and grandchildren were there visiting when I got there. And immediately my grandchildren, they're 2 to 5, came running, "Grandpa, we want to ride on the wagon." Well, my older grandsons, 5 boys, who are grown, this summer had taught the skunks to pull the wagon. They made a harness out of baler twine, and the skunks were constantly pulling things around on the wagon. They'd pull things in from the garden forest or give the kids rides. And so that's what they wanted again. They wanted a ride on the wagon with the skunk. So I got the skunk. I called the skunks, and we hitched them up with a baler twine harness, and we're pulling them around. And then the kids said, "Let's go faster, Grandpa. Come on, we want to go faster." And so I said, "Well, let's go up to the chicken house and we'll go down the hill." And that's what we were doing. And "We want to go faster. This isn't fast enough. Make them go faster." I said, "Well, let's go up to the top of the hill," which we did. And we're coming down, and this worked, except that the wagon started going faster than the skunks. And this wagon had no brakes. We didn't know how to get them stopped. And finally the wagon went over the skunks and killed every one of them by driving over. And there they were, those four little skunks, Minnie and Sadie and Effie and Eva. They were dead. You know, they were just lying there. I rolled them over. I tried to move them, but nothing worked. And so we decided, well, what are we going to do? When my wife came out, she said, "Well, we're going to have a funeral. We're going to, a funeral for skunks." Hey, I never. Well, she said, "There are pets. We've got to do something." And well, I thought with this heat and everything, one undertaker won't be able to do the job fast enough. And so we had 4 undertakers come in, Heinzelman and Nestor and Keller and Schmoyer. And they kind of took care of the bodies. And I called our pastor who had baptized them. And he agreed to do the funeral sermon. And oh, it was so difficult planning the funeral. But anyway, we got the funeral planned, and
And Elsie, that's the mother skunk. She had a litter again last fall and another this spring. So the stepbrothers all agreed that they are going to be the pallbearers. And the minister said, we can't bury them in the cemetery at church. He said that wouldn't be allowed. But I said, well, we'll bury them here on the farm. And we went up in the orchard under the apricot tree and we dug four holes in a row with Minnie and Sadie on one side of the apricot tree and Phoebe on the other. And what kind of songs are we going to sing at the funeral? You know, I mean, I didn't know what kind of songs skunks like, but we decided to sing Here Are My Thoughts to Thee, and that worked. And, oh, the whole neighborhood was there. We had a huge crowd. Everyone came out. In addition to the neighbors, we had 25 possums and 7 raccoons. And I tell you, that was the most sorrowful funeral I've ever been to. And needless to say, we're no longer in the skunk business. Now ist die Zeit für unser Sprichwort von Monat, our proverb of the month. Ein guter Boss ist so viel wert, als zwei Schafleit, aber zu viel Boss sind auch nichts wert. A good boss is worth two workers, but too many bosses are no good either. These proverbs about work remind us that unified and thoughtful leadership is invaluable to any project, but divided leadership is of the highest detriment. How often do we find ourselves imagining that if we were in charge, we'd want to do things differently? These proverbs remind us that effective leadership is not only hard to come by, but that it cannot function if contention and division rule the day. Bell lieber Gucke, zelis alles was mir henheit für die Pensophonisch Deutschstund. Gross Dank für Watcher und Messene Eich nächsten Monat auf BCTV. Komm aus wieder und mach's gut.